Hallo, Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Nier Automata. Im sehr nebligen Nier Automata. Immer noch allein. Wer hätte es gedacht? Und wir werden uns jetzt drum bemühen, die nächste Schutzstation, oder keine Ahnung, wie ich das nennen kann, zu infiltrieren. Und dann, tja. Gute Frage. Ich denke, es wird noch eine dritte Station geben. Weil es waren ja drei, glaube ich. Beim Turm. Hello. This is the Resource Recovery Unit. Now activating defense mode. Oh toll. Stimme hört sich viel zu nett an. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Mein Gott, ihr geht mir auf die Nerven. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ja! So. Um dann in den Turm reinzukommen. There's something written here too. It reads Soul Box. Fleischkiste und Seelenkiste. Ich weiß auch nicht, wie ihr das empfindet, aber. Es hört sich halt einmal wie der Ort, wo man hergestellt wird, und der andere, wo dann eine Seele hergestellt wird, aufbewahrt wird. I don't know. Aber wie will man denn Seelen produzieren? Es macht ja mehr Sinn, dass die Seele nicht produziert wurde, sondern dass es wirklich vielleicht noch Seelen sind aus der Zeit von dem Projekt Gestalt. I don't know. Apropos Projektgestalt. Ich habe ja ein neues Archivding gefunden. Hier. Wir haben besorgniserregende Berichte von mehreren Administrationszonen über den Replikanten erhalten, die ein Selbstgefühl entwickelt haben sollen. Es wird im Moment versucht, ob das Konsequenzen für Projektgestalt hat. Das andere offengelegte, ich glaube, das haben wir schon mal vorgelesen. Habe ich nicht irgendwas Neues gefunden? Das hatten wir auch schon. Okay. Ja. Ja. Tja. Ich lese es mal vor, Moment. Dieser Android, der von der experimentellen Yoha-Schwadron angetroffen wurde, ist die Anführerin einer Gruppe, die aus vielen verschiedenen Widerstandsmitgliedern besteht. Vielen Widerstandsorum. Als Überlebende der 8 Wiederabstiegsoperation hat sie den Guerillakrieg in der pazifischen Region fortgeführt. Unfähig ist sie, die sich ständig vermehrende Maschinen aufzuhalten, hat sie mehr als 200 Jahre lang einen zermürbenden Krieg geführt. Boah. Nachdem sie experimentelle Yoha-Schwadron getroffen hat, dachte sie, dass sie die Gunst des Krieges wenden würde. Sollte sie an ihrer Seite kämpfen. Sie wurde im Server unterhalb von Berg Kaya von Maschinenwesen vernichtet, während eines Auftrags Serbius zu zerstören. Ha! Ein Mitglied der Widerstandsgruppe, angeführt von Dahlia, das von den experimentellen Yoha-Schwadron angetroffen wurde. Diese Einheit galt als ungewöhnlich vorsichtig und zeigte sich den experimentellen Yoha-Schwadron gegenüber anfangs überaus misstrauisch. Ihr Gemüt hat sich allmählich verbessert, dem es Scanner Nummer 21 gelungen war, eine Logic-Führung zu lösen. Ich habe mich verschluckt, tut mir leid. Gott. Dass eine ihrer Kameraden infiziert hatte. Sie exekutieren eine infizierte Einheit Nummer 21 in den Aufzugshallen der Serverlage von Berg Hala und ist kurz darauf verschwunden. Das war ja auch das, was Anemone uns gesagt hat, dass sie die 21 getötet haben. War das nicht so? Eine Kiste. No enemies?
Eine Kiste. Eine Kiste. Eine komische Kiste. Das hat niemand gesehen. Das ist mir niemals passiert. Sag mal, das gibt's doch nicht. Warst du blöd? Doch nicht so schwer. Sag mal! Sag mal! Okay. Machen wir es nochmal mit Konzentration. Würde ich sagen. Bisschen mehr vorsichtig sein. Sag mal! Was ist falsch mit mir gerade? Warum kriege ich das gerade nicht hin? So Probleme habe ich doch sonst auch nicht. Auch schon länger nicht mehr gehabt. Du nimmst den Falschen ins Target. Okay, tust du doch nicht. Oh. Oh. Nein! Es war so knapp. War so knapp. Es war so knapp. Jetzt bin ich ja noch voll reingeflogen. Das ist falsch mit mir. Ich dachte, ich könnte zurückweichen. Ah. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hilf! Okay. Du hast den Falschen. Oh mein Gott! Es tut mir leid. Okay. Oh, I get it. I have to break the system protection before I can reach the core. Huh. So that's how it works. Und ja, ich schnief immer noch. Es wird, glaube ich, nie wieder aufhören. Ich werde mich jetzt für immer nur als schniefende Nase mitbekommen. Oh. Oh. Oh my! Look at all the machine lifeforms you've murdered. Such dogged persistence is worthy of a special as a reward. Now they're just messing with us. Congratulations! And thanks for all the android requests you completed. We have a special present for you. It's Moment. Kapazität voll. Heißt das, ich kann allgemein nichts mehr in die Richtung aufheben, oder? Diese pseudo-nette Stimme, echt. Ich habe gerade geguckt, wo ich bin. Ich habe es überhaupt gerade gar nicht gecheckt. Ohne Witz. Oh, da unten ist ja eine rote Wand. Ich bin aber auch so winzig. Erkennt man ja gar nicht. Das war jetzt aber einfacher als das andere. Bei den anderen habe ich mich gerade echt furchtbar angestellt. Analysis. There are two blocking devices on this floor.
Proposal. Pack into all blocking devices. Ich mach lieber zwei auf. Aua. Na toll. Oh, na toll. Ah. Oh Gott. Das kann ja lustig werden. Ich gehe jetzt mal die andere Seite lang. Ja, ja. Mal jetzt die andere Seite. Natürlich ist hier eigentlich gar nichts. Wie fies! Ändert sich das jetzt jede Runde? Ich bin verwirrt. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Davor war mit den Tranium-Blöcken schon ganz schön hart. Okay, der hat gesagt zwei, gell? Ob wir darüber können? Das nehme ich als ja. Ist die was? Oh. Das wollte ich nicht. Das Mist, ich habe den Scanner gar nicht drin gerade. Okay, ganz ruhig. Hm. Bot! Ich will nur neugierig sein. Analysis. Access to elevator control system blocked by external factor. Ja, ich muss doch halt erstmal finden, wohin und wo. Hier ist es gruselig ruhig, das ist... Ich weiß gar nicht, was ich darüber denken soll. Zu verfolgen. Okay. Aber hier geht's ja nur. Doch nicht. Ich dachte schon, es geht hier nur im Kreis. Okay, okay. Okay. Gut. Die Toranlage verarbeitet und systematisiert diese Ressourcen der Ressourcenwiederherstellungseinheit für die Verwendung ihrer Startgeräte. Sie besteht aus 265 Schichten und kann Informationen mit einem Trüben von weniger als 2300 Filtern komprimieren und sie weniger als ca. 27 Minuten und 23 Sekunden die Nutzdaten aufnehmen. Details zur erforderlichen Route für die Verdauung von Androiden werden separat aufgezeichnet. Verdauung. That huge structure is some kind of launch platform. A structure that size could probably shoot something into space pretty easily. Oh. So this is some kind of cannon aimed at the human server on the moon? Insufficient data. Cannot confirm or deny. Damn it. Ja, aber auf dem Mond ist doch gar nichts mehr. Analysis. There are three blocking devices on this floor. Yeah. And I hack into all of them, right? Das wäre eine Idee. Kommen wir ja nicht wirklich weiter. Okay. Diese Musik. Warum? Also nicht, dass ich was dagegen hätte, aber... Das verwirrt mich. Das
Wird immer komplexer hier. Ja, ist gut. Ich muss gestehen, ich mag die Musik. Sag mal! Dann nochmal, was gerade so lustig gewesen ist. Scheinbar. Ah! Ich hasse diese Türme. Oh mein Gott. Warum habe ich so Probleme mit diesen Türmen? Was ist falsch mit mir? Beide Seiten machen, richtig? Immer so kompliziert hier. Immer so kompliziert. Besonderweise komme ich mit diesen Verfolgerdingern besser klar als mit diesem scheiß Liederkugeln. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe ganz arge Probleme mit Kugeldingern, scheinbar. So. Sieh, das möchte ich da hoch. Hoi. Hoi. Ah! Von hinten ist nicht fair. Zu verfolgen. Mist. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, warum bin ich schon wieder in einen reingeflogen? Warum passiert mir das immer? Okay, okay. Noch kann ich es schaffen. Aha! So. Das folgende Moment beschreibt die letzte Phase von Rock Yoha. Beachte, dass diese Menge Vertraulichkeitsstufe S markiert ist und kein Yoha wirklich gezeigt werden darf. Erschießen die Bunkerkommandanten. Okay. Die Hintertür des Bunkers ist darauf programmiert, sich zu öffnen, sobald alle gesammelten Kampfwaffen die Modelle der nächsten Generation zu übertragen. Der Bunker wird aufgegeben, in den zugelassen wird, dass ihnen Maschinenwesen angreifen. Zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, dann hätte ich mal zum Glück, ja, einschließlich dieses Dokuments verloren gehen und die Täuschung vollenden, dass die Menschheit gesund und munter auf der Ebene des Mondes lebt. Okay, Nida Johal-Einheit ist mit einer Blackbox ausgerüstet, ein Gegenstand, der durch die Wiederverwertung eines Kerns an den Maschinenwesen hergestellt wird. Okay.
Deshalb kann man sagen, dass das Bewusstsein von Ja-Einheiten und Maschinenwesen dieselbe Struktur hat. Ja, das wäre mir gar nicht aufgefallen, dass sie sich verdammt ähnlich sind. Quatsch, nein, alles gut. Diese Blackbox wurden installiert, nachdem festgestellt worden war, dass es unmenschlich ist, Androiden mit Standard-KI auszurüsten, wenn sie letztendlich zur Beseitigung bestimmt sind. Wow! Toll! The Yura Blackbox Circuitry. It's made from cores from the machines? That's... No, that can't be true. Ich will ja nicht gemein sein, aber... Toll, ja. All elevator controls unlocked. Proposal. Investigate the Ach, next nee. Area. Ach nee, in die Richtung. Ich hab's gesagt. Dass es ja nicht sein kann, warum die Yor-Einheiten irgendwie den Maschinen so ähnlich sind, aber die Maschinen wohl angeblich nicht von den Menschen kommen. Das ist ja alles viel zu gleich. Oh. Kriegen wir jetzt irgendwas Spannenderes? Ich kann nicht mehr reden. What's going on here? My body. Those are... Oh. My memories. Boah, mir wird schlecht. But why? Oh, danke. Ich hatte schon Angst, dass wir das ganze Zeit so rum. Okay, okay. 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 Oh, oh, oh. Oh nein. Och nö. Och nö. That's 2B's data. I know these are just memories. But still. No, don't. Don't do this. Damn it, stop! Stay the hell out of my goddamn memories! These belong to me and me alone! Get away from them! Ich greif gerade mit Absicht nicht an, weil ich erst warten will, was für ein Gespräch dadurch geführt wird. Hacken kann ich hier wahrscheinlich nicht. Oder so. Okay! Wow, okay. Meine Güte. Er haut mich gleich. Er will mich hauen. Ich hab's genau gesehen. Da bin ich doch so süß und unschuldig. Man hat sie mich mal angeguckt. Ich hoffe, ich habe nicht schon gesagt, dass ich meine es irgendwie niedlich finde. Ich glaube sehr oft, oder? Das ist bestimmt schon das vierte Mal jetzt. You're going down. Manus. They're mine. My memories. You hear me? Manus. Ich wusste es. Ich wusste es. Manus. Ich hab das schon geahnt. Oh Gott, er dreht durch. Nein, es wird am Ende des Spiels sterben. Ich bin mittlerweile davon überzeugt. Weil er immer mehr durchdreht. This is the current status und weil of es mein Herz viel mehr wehtun würde als... Ey, his mental state true. Has become dangerously ja, ach unstable. Echt. Action must be taken ach immediately. Echt.
I noticed something while providing support to A2. Enemy machine lifeforms have begun sharing data with each other. We'd better look into that. I'll share the data with you, so see what you can find out. Affirmative. I also have a separate report about 9S. What is it? I'll share the data. His psychological state has deteriorated to a grave level. We'd better handle that quickly too. Agreed. Not sure what we should do, however. Agreed. Proposal. Rest, combined with data checking and maintenance. Agreed. I will make the suggestion immediately. Pod, where's the next resource recovery unit? Alert. NFCS failure. Speculation. Failure caused by intense combat and lack of maintenance. Near field controls are down? Great. Proposal. Overhaul system at resistance camp. I don't have that kind of time. Alert. Entering battle without a functioning sword constitutes an unacceptable risk. Unit 9S should have Devila initiate repairs at the resistance camp. Shit. Das sollten wir wirklich. Da gibt's gar nichts zu bereden, 9S. Ohne Witz, das Spiel wird mir meine Seele crushen. Ich spür schon. Nein, das ist der einzige Charakter, an den ich mich halt nicht nur gewöhnt habe, sondern den ich echt als Charakter mag. Deswegen sagt mir auch mein Kopf mittlerweile schon so, der wird bestimmt sterben, damit ich am Ende heule wie so scheiß, keine Ahnung was. Und ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Die Musik macht's gerade nicht besser. Mann. Ich kann jetzt nicht mal eine Nebenquest machen gehen, weil ich quasi am Arsch bin. Ich glaube, ich habe eh nur eine, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja. Also, ich habe auch schon darüber nachgedacht, wenn ich die Chance noch dazu bekomme, dass ich dieses Einheiten, dass ich das da versuche voll zu machen im Offline, weil ich werde jetzt nicht eine ganze Folge nur mit Suche voll machen. Oh dear. What happened to you? Wounded in battle. NFCS not functioning. I'm amazed you were even able to drag yourself here. This is gonna take a bit, so just hang tight. This is terrible. Your motor cortex is full of holes. I can't believe you even managed to walk here. All right, you're all good. Darf ich euch beide bitte in den Arm nehmen? Wenn euch beiden noch mal was passiert, heul ich. 9S, I need you to promise me something. Don't die alone. I don't think 2B would want that either. I know. Stop it! Stop it! Alle beide, allesamt, stop it. Einfach stop it. Wirklich, hört auf. Mein Herz und meine Seele ist genug gecrushed worden. Okay. Kann sein, dass wir gerade keine andere Quest mehr haben. Kann sein, dass wir jetzt nur diese Einheitsdaten haben.
sein lässt. Tja, würde ich sagen, eigentlich könnten wir uns die Dinger hier mal durchlesen. Die gehen aber sehr lang, das sage ich jetzt schon. Ich habe das erste schon angefangen zu lesen, dachte schon, oh je, ist viel Text. Ich heiße Anemone, ich führe den Widerstand der Androiden an. Dies ist eine Aufzeichnung meiner Kämpfe und meiner Niederlagen. Ich lasse sie hier zurück, als Warnung für mich selbst. Der Angriff der Maschinenwesen erfolgte bedrohlich nahe. Ein beißender Geruch verrät mir, dass ein Teil meiner Haare versenkt wurde. Anemone, sofortiger Rückzug, das ist ein Befehl! Das ist mein Hauptmann, Rose. Ich folge ihr sofort und lösche auf der Flucht von der Front schnell noch ein paar Feinde aus. Ich lasse meine Beine fliegen und springe in all ihre gebauten Graben, die meinen Kameraden wieder schon kauern. Wie viele Kämpfe sind das jetzt? Immer derselbe Anblick, immer dieselben Geräusche, immer derselbe zermürbende Kampf. Mein Widerstand führt immer denselben Krieg, wieder und wieder, endlos. Ich kann mich nicht einmal mehr an den Grund für die Schlachten erinnern, aber ich muss trotzdem weitermachen. Ich muss weitermachen, bis die eine oder andere Seite tot ist. Das sieht nicht gut aus, Shion. Was sollen wir tun? Beruhig dich, Lily. Wir werden irgendwo eine Öffnung finden. Man sucht sie nicht nach einer Öffnung, man macht sich eine. Dahlia, warte! Ich greife Dahlias Arm, bevor sie aus dem Kram fliegen kann und drehe mich zu Rose um. Schließlich hat sie uns hierher gebracht. Sie muss doch irgendwann einen Plan haben. Aber als die feindlichen Horden sich näherten, spähte Rose einfach nur in die Ferne. Die Fernbewegungen haben sich verändert, sagte sie endlich. Da drüben habe gerade jemand einen Kampf begonnen. Das ist unmöglich, stammelte Margaret. Wir sind doch alle hier. Margaret hatte recht. Nur noch 9 von uns sind in der Lage, die Maschinen zu bekämpfen. Hauptmann Rose, Gerbera, Lily, Sonja, Erika, Margaret, Shion und Dahlia. Und ich, Anemone. Wir sind der Rest der Streitkräfte des 8. Abstiegs. Der Abstieg, der nun ungefähr 200 Jahre zurückliegt. Sonja wirkt beunruhigt. Sie zieht Shion an sich heran und kaut auf einen losen Haarsträhne. Das gefällt mir nicht, sagt sie. Was, wenn das eine Falle der Maschine ist? Mit pochendem Herz warte ich eine Weile, bis das Feindes nachlässt. Okay, sage ich. Dann könnte ich unsere Chance sein. Ziehen wir uns zurück. Da draußen kämpft jemand, Anemone, schreit Dahlia. Wir können ihn doch nicht zurücklassen. Ach, dann willst du also für einen Fremden unser aller Leben aufs Spiel setzen? Komm schon, wir wissen nicht immer, ob die geheimnisvolle Kämpfer auf unserer Seite ist oder nicht. Das habe ich nicht gesagt. Es reicht, ihr beiden, bellte Shion. Der Hauptmann hat letzte Worte in dieser Sache. Als Folge von Shions Rüge wandern unsere Blicke zum Hauptmann Rose. Sie sieht uns in die Augen und nickt gleich, bevor sie zum Reden ansetzt. Gerbera, der Feind ist unterwegs zu den Sprengsätzen, die wir vorbereitet haben, richtig? Gerbera denkt einen Moment nach. Jetzt, wo du es erwähnst, ja, ist das. Ein leichtes Lächeln zieht über Rose' Gesicht, die zugleich völlig gefasst scheint. Gut, wenn das funktioniert, können wir vielleicht alle ausschalten. Ich möchte, dass ihr alle den Kram verlassen und euch zu den Sprengsätzen begeht, sagt Rose. Die Explosionen, die meisten von ihnen wegblasen, wir kümmern uns dann um die übrigen. Die Individizierung unserer geheimnisvollen Kämpfe ran warten, bis wir fertig sind. Niemand stellt die Entscheidung des Hauptmanns in Frage. Auf ihren Befehl hin springen wir alle aus dem Graben und stürzen uns ins Gefecht. Mit Erreichen des Kampfplatzes stoßen wir auf ein paar Androiden in den seltsamen schwarzen Anzügen. Bevor sie angreifen, begreifen können, was los ist, zünden wir die Sprengsätze, töten alle übrigen Maschinen, richten danach unsere Waffen auf sie. In Ordnung, sagte ich zu den Feinden. Sprecht! Ganz einfach, wieder einer der geheimnisvollen Androidinnen. Wir sind auf einer eurer Seite. Wir sind neue Modelle, die im Rahmen der sogenannten Projektion entwickelt wurden. Tatsächlich, frage ich, wir haben noch nie etwas von einem neuen Modell gehört. Ich rede vermutlich mit mehr Gepräuße als nötig, aber ich muss sicherstellen, dass sie wirklich auf unserer Seite sind. Ich glaube nicht unbedingt, dass die lügen, aber wegen ihrer riesigen Schutzbrillen kann ich nicht in ihre Gesichter lesen. Und offen gesagt, ist ein wenig Vorsicht mitten im Krieg nie verkehrt. Wir erfahren, dass sich hier 4 Androiden mit Nummer anreden, etwa Nummer 2, Nummer 4 und Nummer 16 und Nummer 21. Sie sind auch nicht adlig und geben noch eine mehr Information preis. Das heißt, das ist streng geheim, erklärte einer. Deshalb habt ihr noch nichts von uns gehört. Dann kommt sich mein Messer, um die Reaktion zu prüfen. Mit anderen Worten, wird es also niemand erfahren, wenn ich euch jetzt umlege? Halte dich zurück, Anemone, sagt Rose sanft. Nein, schreit Lily. Sie hat recht. Wir haben alle gesehen, wie schnell sich der Feind entwickelt. Wer kann garantieren, dass diese 4 Maschinen nicht in Menschengestalt sind? Meine Begleiter nicken zustimmend. Dieser verdammte Krieg hat uns alle misstrauisch gemacht. Einer der Fremden, Nummer 16, glaube ich, zieht ein langes Messer aus seiner Scheide. Wenn ihr einen Kampf wollt, sagt sie, dann könnt ihr den gerne haben. Bevor ich antworten kann, springt Dahlia vor mich und hält ihre Waffe bereit. Das war es. Wir werden kämpfen. Unmittelbar vor Ausbruch der Schlacht tritt die Androiden Nummer 2 vor. Wartet, sagt sie. Ursprünglich waren wir 16, sagte Nummer 2, aber die anderen starben während des Abstiegs. Wir sind isoliert und alleine hier. Verstärkung ausgeschlossen, und das heißt, dass wir den Einsatz mit den übrigen Soldaten beenden müssen. Wir können jetzt keine neuen Feinde gebrauchen, was wir nötig haben, sind Verbündete. Seufzend beendet sie ihre Rede, so als fiele es ihr schwer, ihre Emotionen zu beherrschen. Ich kenne den besonderen Klang einer Stimme.
So spricht jemand, der entgegen aller Erwartung noch immer Hoffnung hat. Ich muss einen Schluck trinken. So viel vorlesen macht immer meine Stimme so... Mein Mund so trocken, so rum. Ich habe keine Ahnung, wie viele das sind. Ich weiß nur, dass Nummer 2, also der zweite Harbour, sich aufgemacht hat, indem ich den ersten übersprungen habe, so halbwegs. Der Joha-Typ zufolge befindet sich unter dem Berg Kala, ein feindlicher Server. Wenn wir ihn ausschalten können, wird in diesem endlosen Krieg vielleicht etwas Boden gut machen. Um das zu erreichen, müssen wir aber zusammenarbeiten. Nach kurzer Denkpause entscheidet sich Rose für die gemeinsame Sache mit den neuen Modellen. Eine Beziehung, die sich im Laufe der Zeit verändern wird. Was tust du da, Dahlia? Ich beweise dieser Idiotin nur, wie schwach sie ist, antwortet Dahlia atemlos. Ha! Schnauft die Gegnerin Nummer 16. Du bist offensichtlich chancenlos. Die beiden kreisen sich abwechselnd an. Scheint recht freundlich zuzugeben. Und sie kabbeln sich so lange, bis sämtliche Energie verbraucht sind. Völlig außer Saft und Kraft können sie nicht mal mehr ein Streichholz knicken. Der Rest der Gruppe versucht bei Ari der Kämpfer ein Grinsen zu unterdrücken. Dahlia und Nummer 16 geraten sich wegen der geringsten Gleichheit in die Haare. Vielleicht, weil sie sich so ähnlich sind. Es ist fast schon nervig zu sehen, wie schnell solche Dickköpfe sich mögen lernen. Der Rest von uns unterhält sich, während Dahlia und Nummer 16 sich weiterhin raufen. Wir nennen uns bei den Namen, die ich uns gegeben habe, erklärte Rose. Ich verstehe, entgegen Nummer 4. Ich fand es schon seltsam, dass ihr keine Codenummer verwendet. Sie nickt, während sie spricht. So, als ob alles absolut Sinn ergeben würde. Plötzlich setzt Hauptmann Rose ein breites Grinsen auf. Wisst ihr was? Fragt sie. Ich finde, ihr sollt euch ebenfalls Namen geben. Nein, sagt Nummer 2. Das wäre eine Verschwendung. Rose sieht sie argwöhnisch an. Hä? Eine Verschwendung? Du kannst mir einen Namen geben, wenn der Einsatz beendet ist, antwortet sie, während ihre Wangen erröten. Es war klar, dass sie sich wünschte, erfolgreich zu sein. Oh. In Ordnung, sagte Rose. Bis dahin werde ich mir einen Namen ausdenken. Sie weiß, das ist flüchtiges Versprechen, so wie vieles andere auch, aber das ist egal. Unser Anhänger und der Joa-Team ist unübersehbar. Nur, zumindest rücken meine Freundin ja zu ihnen heran. Du bist ziemlich leichtsinnig, stellte ich lauter als beabsichtigt fest. Zum Glück hören die anderen es nicht oder ignorieren es. Versteh mich nicht falsch, ich habe kein Problem mit dem Entschluss der Hauptmanns. Aber ich will mich auch nicht einfach zurücklehnen und unseren neuen Freunden blind vertrauen. Wir fristen ein einsames Dasein und werden längst vom Mond in den Stich gelassen. Egal wie sie es je weinten, klagen oder kämpfen, die Stimmen unserer verlorenen Kameraden blieben unbeantwortet. Wir können wir also einen ganzen Trupp neuer Modelle trauen, die wir gerade erst getroffen haben. Hat sie nicht Unrecht. Was ist los, Anemone? Ich höre Lili nach mir rufen. Wahrscheinlich macht sie sich Sorgen, weil ich nicht bei dem Rest der Gruppe bin. Nichts, ich beginne... Wie geht es? Noch bevor ich meinen Gedanken beenden kann, öffnet sich plötzlich Lilis Mund, dem ein schrecklicher Schrei entfährt. Ah! Lilis Schrei hallt durch den ganzen Lager. Es ist herzzerreichend, qualvoll. Er ist furchtbar. Sie ist infiziert, ruft Rose. Lili ist infiziert! Instinktiv ziehen wir alle unsere Waffen und richten sie auf unsere Kameradin, die weiterhin schreit und schreit und schreit. Wir wissen alle, was gerade passiert. Wir haben es schon früher gesehen. Es ist ein Logic-Virus, eine Waffe der Maschinen, die in den Androiden-System eintritt und ihre Daten überschreibt. Es gibt kein Gegenmittel und deshalb ist es auch ein Todesurteil. Ich muss dir Gnade erweisen. Ich muss sie erlösen. Ich habe den Finger am Abzug, aber ich zögere. Noch bevor ich die letzten schicksalhafte Entscheidung treffen kann, vernehme ich irgendwo hinter mir eine laute Stimme. Halt! Das kannst du nicht tun! Du kannst deine eigene Frau nicht einfach sterben lassen! Es ist Nummer 21. Der Mädchen, das sich für absolut abgeklärt und gefasst hielt, fehlte mich nur an, Lilis Leben zu verschonen. Was mache ich nur? Was in aller Welt soll ich tun? Lili hatte gesagt, du seist Familie. Du hast deine Familie nicht aufgegeben, bevor du nicht alle Möglichkeiten aufgeschöpft hast. Was kann man denn wohl tun? Ich werde meine gesamte Energie einsetzen und den Virus vernichten. Das ist unmöglich! Rose hatte betont, dass wir alle denken, doch ehe wir handeln können, wirbelt Lili die Kameradin in ihrer Nähe mit unglaublicher Kraft durch die Luft. Ich habe früher schon infizierte Androiden gesehen. Ich weiß, wie viel Schaden sie anrichten können, sobald der Virus ihre Begrenzer ausgeschaltet hat. Sie kämpfen unaufhörlich, bis sie ganz und gar zerstört sind. Dahlia und Nummer 16 stürzen sich ins Getümmel und versuchen, ihre ehemalige Freundin zu unterdrücken, doch sie wischt sie weg, die lästigen fliegen so rum. Wie viele von uns sind jetzt schon infiziert? Wie viele Freunde musste ich zwangsweise schon aufschalten? Das Herz, das ich eigentlich nicht haben soll, das schmerzt bei den Gedanken. Es schmerzt bei der Erinnerung an all die ID-Nummern, die ich unschädlich gemacht habe. Wann kann ich anfangen, ihnen Namen zu geben? Wann habe ich beschlossen, dass ich es nicht mehr ertragen kann? Sequenz zur Neuprogrammierung eingeleitet. Diese Stimme, Nummer 21, sie kreischt etwas von Neuprogrammierung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin verloren. Am Ende.
Ein sich langsam erklärender Blick fällt auf Nummer 21, wie viel ihre Terminal eingeht, während Nummer 2 und Nummer 4 Lili am Boden halten. Halten sie, während sie sich windet und Bush starrt mich überrascht an. Oh nein. Och, ich halte Lili fest. Quasi aus Reflex, hm? Ich muss gestehen, das sind so Sachen, die würde ich fast schon für ein andermal dann vorlesen wollen weiter. Ich weiß nicht, wie weit und außer dass es Infos sind, ob das auch irgendwelche Items am Ende gibt oder nicht, oder ob es einfach nur Archivdaten sind, die wir da kriegen. Ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich null. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir jetzt erstmal die Dinger machen sollten. Gucken sollten, ob wir noch irgendwo Monster finden. Pod, mark the next resource recovery unit on the map. Affirmative. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach mal random ein bisschen rumlaufen soll, um zu gucken, ob ich irgendwo Monster finde. Aber ganz ehrlich, Leute, ist das nicht ein bisschen langweilig? Ich will, wie gesagt, jetzt nicht einfach eine Folge nur mit Rumlaufen verbringen. Deswegen, ich entscheide mich jetzt kurzfristig dazu, hier aufzuhören. Ich denke, dass die Folge trotzdem lang genug ist. 30 Minuten habe ich bestimmt voll bekommen. Und das nächste Mal, ich werde jetzt ein bisschen rumlaufen und gucken, ob ich irgendwo noch Dateien finde. Damit wir erst die Nebenquests abgeben können. Oder zumindest in die Nähe davon, um sie abzugeben. Weil ich Angst habe, dass wir uns dem Ende von dem Spiel nähern und ich dann nicht mehr die Chance habe, die Quests abzugeben. Und das wäre schade. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag. Gott, ha. So, schönen Tag. Morgen. Mittag, Abend, jetzt habe ich's. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Also, bis dann. Ciao.